Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, das erste Heimspiel liegt hinter uns, 1-2 am Ende gegen Fortuna Düsseldorf. Wie sieht denn jetzt ein paar Tage danach so die Empfindung aus? Wie lief die Analyse direkt nach der Partie? Ja, hat sich nicht viel geändert. Ich finde, dass wir keine schlechte Partie gespielt haben. Klar haben wir viel Spielkontrolle gehabt und eigentlich mit zwei individuellen Fehlern haben wir uns leider so ein Stück weg um den Lohn des Spiels gebracht, weil wir damit letztendlich den Gegner reingeholt haben. Erste Halbzeit, finde ich, haben wir es klar kontrolliert über die komplette Spielzeit und hatten dann direkt mit Baris Adik eine Großchance und dann kriegen wir halt den unglücklichen Elfer, der dann durch den Videoassistenten hervorgerufen worden ist, wobei man sich die Szene vielleicht auch mal ganz lange anschauen muss. Und dann in der zweiten Halbzeit war aber etwas gewesen bei uns, da waren wir fahriger, dann haben wir nicht mehr so klar gespielt, wie wir es wollten, haben auch einige Fehlpässe mehr drin gehabt und da hat uns dann schon ein Stück weg auch das Herausspielen der Chancen gefehlt. Wie sah es da statistisch aus? Weil es ist ja so, nach außen hin werden ja so Allgemeinstatistiken gegeben, aber es gibt ja viele Individualstatistiken noch, spezielle Statistiken, auf die ihr ja auch Zugriff habt. Wie meinst du jetzt, was für eine Form davon? Naja, so zum Beispiel jetzt bei Zweikampfverhalten oder eben auch bei Balleroberungen. Wie sah es da aus bei uns? Ich glaube, du hast darauf angespielt, weil gerne dieses Wort Wucht und Zweikampfverhalten genommen wird. Ja, da waren wir in der Intensität der Zweikämpfe unter den Top-3-Mannschaften und in den Defensiv-Zweikämpfen auf 1. Also das wussten wir aber auch. Wir sehen ja das Spiel auch und sehen schon, dass wir da auch gut drin sind. Ich weiß, dass gerne so ein Spiel dann auch so eine individuelle Note bekommt, wenn ein Gegner in die Umschaltbewegung geht und wenn dann auch mal durch die, es war in der ersten Halbzeit, es war insgesamt im Spiel viele Unterbrechungen, die uns die Netto-Spielzeit in dem Spieltag runtergenommen hat, dann wirken halt auch einzelne Szenen nochmal ein Stück intensiver, aber auch in der Art der Dribblings, da hatten wir die meisten. Also viele Dinge waren gut, aber wir müssen auch so offen und ehrlich zu uns sein. Wir haben da das eine oder andere Mal schludrig verteidigt, beziehungsweise das Hauptproblem war einfach dann auch die einfachen Fehlpässe. Jetzt Mitte der Woche geht der Blick natürlich wieder nach vorne. Jetzt das nächste Auswärtsspiel, die Aufgabe beim Karlsruher SC. Die haben zum Auftakt ziemlich deutlich Paderborn verloren. Wie hast du den Gegner bisher gesehen? Ich habe mir das Spiel angesehen. Paderborn war schon die spielbestimmende Mannschaft und mit dem 1-0 haben sie dann auch das Spiel klar kontrolliert und dann auch mehrere gute Chancen ausgespielt. Bis dahin war der KSC war gut gestanden, hat kompakt verteidigt, hat am Anfang gleich eine gute Möglichkeit und da hast du auch gesehen, dass wenn die Mannschaft die Null hält, dass es wirklich ein schwierig zu bespielender Gegner ist, weil er sehr diszipliniert verteidigt, man beim Umschaltspiel wirklich auch aufpassen muss. Jetzt ist ja so, sind wir gerade auch in der Aktualität, sehr heiße Tage auch. In der Trainings- und Belastungssteuerung gab es dann auch schon Anpassungen, sprich wurde ein bisschen früher trainiert. Wie kann man diesen extremen Temperaturen so ein bisschen entgegenwirken? Muss man ja momentan wirklich davon sprechen, bis zu fast 40 Grad? Ja, gleich in der Mittagszeit oder am späten Morgen, das bringt es recht wenig. Da hast du 37 bis 40 Grad. Wir haben jetzt heute Morgen 9 Uhr trainiert, also wir haben es einfach auf frühmorgens verlegt. Und das Ausspielen des Eises ist jetzt quasi ja nicht nur obligatorisch, sondern auch Pflicht, oder? Heute war nicht so ein guter Tag. Führ das gerne ruhig noch ein bisschen aus. Heute hatte ich keinen erfolgreichen Tag mit meinem Team. Das bedeutet, Eis bezahlen und selber nicht verzehren, ja? Doch, bezahlen muss ich, aber verzehren darf ich auch. Immerhin. Dann abschließende Frage vielleicht nochmal jetzt so, wenn man es nochmal Revue passieren lässt. Wir sind jetzt hier direkt auch in der MDCC-Arena. Es war ja wirklich trotz allem auch ein schöner Rahmen zum Auftakt. Richtig gute Stimmung. In der zweiten Liga eben auch einige Neuerungen, was so die Abläufe angeht. Viele Interviewanfragen. Wie hast du so die ersten Tage so davor und jetzt auch während des Spiels auch danach erlebt? Ich meine, du kennst es ja eh schon ein bisschen aus der Vergangenheit, aber jetzt auch ganz aktuell bei uns. Also jetzt rein von den Abläufen, das fand ich was Normales, aber natürlich die Vorfreude der Menschen und auch wie wir dann zum Spiel hierher gefahren sind, die Menschenmassen, die schon unterwegs waren und sehr euphorisch waren und dann natürlich hier die Atmosphäre. Schon mit Beginn des Warmmachens der Mannschaft war hier der Kessel, der hat richtig getobt und das war wirklich eine bedingungslose Unterstützung, also das war schon toll gewesen. Alles klar, Trainer. Dann erstmal vielen Dank und natürlich eine gute Vorbereitung dann auf die Auswärtspartie in Karlsruhe. Dankeschön, euch eine gute Woche.